Ich lade zur Hoffnung ein. Die Hoffnung ist kühn. Sie schaut über die persönliche Bequemlichkeit, über Grenzen, die unseren Horizont einengen, hinaus. Das, was wir eben gerade gesehen haben, sind solche Hoffnungszeichen für die Zukunft. Mutige, kreative Ideen und Entwürfe, wie unsere Kirche vielleicht irgendwann mal aussehen kann. Wir in der Andreasgemeinde sind überzeugt davon, dass gerade in dieser Zeit, in einer so ungewissen Zeit wie heute, in der Corona uns im Atem hält und auch die Kirchen sich auf grundlegende Veränderungen einstellen muss, dass gerade in dieser Zeit wir nichts dringender brauchen als Zeichen der Hoffnung. Denn die Hoffnung ist kühn, sagt Papst Franziskus. Die Hoffnung ist kühn. Sie schaut über die Sicherheiten, die unseren Horizont verengen, hinaus. Jetzt, wo unsere Sicherheiten wegfallen, ist es die Chance, weit zu sehen. Und dazu laden wir euch heute in diesem Gottesdienst ein. Mein Name ist Kai Scheunemann, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde und ich freue mich sehr, dass ihr hier 100 Leute, genau 100 Leute, hier in dem Jugendzentrum seid, aber vor allen Dingen freue ich mich auch, dass ihr zu Hause zuschaut. Zu einem besonderen Gottesdienst gehören besondere Gäste. Von daher lade ich euch ein, mit mir ganz herzlich mit einem Andreas-Applaus unseren Bürgermeister Adnan Scheik einzuladen. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist, Adnan. Wir haben die Studenten, die das ganze letzte, vorletzte Semester sich Gedanken gemacht haben, wie unser Traum von Kirche, wie die Vision 2030 in Beton aussehen könnte. Und ihr habt diese Entwürfe eben gesehen. Von daher begrüßt auch mit dem Andreas-Applaus all die Studenten, die heute hier sind. Und wir begrüßen natürlich auch euch, die ihr zu Hause zuschaut, die ihr gerne hier gewesen wärt, aber heute nicht dabei sein könnt. Ich glaube, dass auch ihr zu Hause viel von der Hoffnung miterleben könnt, die wir heute hier feiern wollen. Und wir haben einen Ehrengast schlechthin. Das ist unser Gott, der gesagt hat, dass er da, wo drei oder vier Leute zusammen sind, mitten unter ihnen ist. Und dass er jetzt den Himmel verlassen hat, um bei uns hier im Bürgerzentrum zu sein, um dir zu begegnen, um mit dir zu sprechen, um mit dir zu kommunizieren. Und er ist auch bei dir zu Hause am Bildschirm. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des kreativen Schöpfers und Architekten des gesamten Universums. Und im Namen von Jesus Christus, seinem Bruder, unserem Bruder, der uns diesen Gott als ewig liebenden Vater vorgestellt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Ruach Gottes, die heute unter uns mit uns feiert. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Guter Gott, wir haben eben mit dem Lied bekannt, dass es weit mehr als 10.000 Gründe gibt, dir zu danken und dich zu loben, auch an diesem Tag. So danken wir dir für einen neuen Tag und einen neuen Morgen. Und dass jeder neue Morgen ein weiteres Zeichen der Hoffnung ist. Dass du dieser Welt und jedem von uns eine neue Chance gibst. Dass du mit deiner Geduld und deinen kreativen Ideen für diese Welt noch lange nicht am Ende bist. Wir danken dir für diesen wunderschönen, leuchtenden Herbst. Die Explosion der Farben, mit der du, kreativer Schöpfer, uns in diesen Tagen verwöhnst. Wir danken dir für all das, was wir für selbstverständlich halten. Ein warmes Zuhause, genügend zu essen, Frieden und Sicherheit in einem der privilegiertesten Länder dieser Welt. Danke, Vater. Und wir danken dir auch, dass wir mit all unseren Lasten, all unseren Sorgen, all unseren Verletzungen und brennenden Fragen und Enttäuschungen zu dir kommen können. Und in der Stille legen wir bei dir ab, was unser Leben schwer macht.
Jesus sagt zu dir heute, komm her zu mir, kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mit dem nächsten Lied möchten wir genau das tun. Diesem Gott begegnen, unsere Seele baumeln lassen, alles das loslassen, was von dieser Woche uns belastet und uns einlassen auf sein Reden. Vielleicht hat er auch für dich zu Hause, ganz bestimmt auch für dich hier, ein Wort, etwas, was er dir sagen möchte. Von der nimmt das Lied und lasst eure Seele baumeln und genießt diese Worte und diese Schönheit der Musik. Durch den Sinn.
Sie liebt Jesus und Jesus liebt sie. Aber andere fromme Menschen sprechen ihr diese Liebe Jesu ab. Sie ist anders als die anderen. Sie sei nicht normal. Denn sie liebt als Frau eine Frau. Und Selbstmordgedanken tauchen immer öfter auf. Verachtet, gemieden und in frommen Kreisen bebetet. Es reicht ihr. Da hört sie von einer Gemeinde, in der sie nicht nur theoretisch geliebt wird, sondern ganz praktisch. Hier darf sie mit ihrem Glauben und als Mensch sein, wie sie ist und heil werden, wie sie kann. Jesus liebt sie und das erlebt sie hier so deutlich wie nie zuvor und erfüllt sie mit tiefer, tiefer Freude und Dankbarkeit. Sein Leben war von Hass geprägt. Wenn es ihm schon nicht gut gehen sollte, dann sollte es den anderen zumindest nicht besser gehen, eher noch schlechter. Vor allem diesen scheiß Flüchtlingen. Und wenn er auf diese Flüchtlinge eindrosch, dann sah er den Respekt in ihren Augen, gepaart mit der Angst. Er war stark, zumindest äußerlich und nach außen. Er selbst wusste, innerlich ist er eigentlich einer der schwächsten Menschen überhaupt. Und da saß er nun, in diesem ganz anderen Gottesdienst, einem Bekannten zuliebe. Und dann hörte er diese Worte: Gott liebt dich. War er gemeint? War er gemeint? Und er ließ sich auf diesen Gott ein. Und sein Herz wurde langsam, langsam, aber sicher immer weicher. Und heute? Heute hilft er benachteiligten Menschen und gibt die Liebe, die er erlebt, weiter. Sie steht wieder am Grab eines ihrer Kinder. Das Leben meint es hart mit ihr. Es ist ungerecht, erbarmungslos. Wie kann das sein, dass eine Mutter zum wiederholten Male am Grab steht und eines ihrer Kinder beerdigen muss? Sie hat keine Antworten darauf. Es gibt darauf auch keine Antwort. Dunkler kann es in einem Leben kaum werden. Und sie wird von Menschen begleitet, die ihren Schmerz einfach aushalten und mittragen, die keine vorschnellen Erklärungen abgeben oder sich von ihr abwenden, sondern die einfach da sind und nicht ausweichen, die gemeinsam mit ihr weinen und klagen und für sie beten, wenn ihr die Worte im Hals stecken bleiben. Und das hilft ihr, nicht zu verbittern, sondern nach vorne zu schauen. Das sind drei wahre Geschichten aus unserer Andreasgemeinde. Lebensverändernde, wundervolle Geschichten. Und ich liebe solche Geschichten, denn sie zeigen mir immer wieder, dass Gott eben auch heute noch in dieser Welt und auch in dieser Gemeinde wirkt und lebt, handelt und segnet. Dass er Menschen liebt, inspiriert, bereichert, begeistert, verändert und heil macht. Gott ist in der Tat, das erleben wir hier immer wieder, ein lebensverändernder, ein lebendiger Gott. Und ich liebe, wie gesagt, solche Geschichten und eigentlich möchte ich viel, viel mehr solcher Geschichten hören, erleben und weitererzählen können. Und diese Geschichten hängen für mich unmittelbar mit einem neuen Gebäude für uns als Gemeinde zusammen. In unserer Vision haben wir das Akronym Wachsen, was ihr hier vorne seht. Wunder erwarten, ausstrahlender Glaube, Christsein, das Kreise zieht, Heimat für alle Generationen und Nationen, sozial-gesellschaftliches Engagement, Einheit leben und neues Gebäude. Das sind unsere Glaubensziele in der Vision 2030. Wachsen. Wisst ihr was? Wunder erwarten und neues Gebäude, sozusagen die Klammer, sind wichtig. Aber die Achse können wir auch ohne Wunder erwarten und ohne ein neues Gebäude anpacken. Das schaffen wir.
Wenn wir uns reinhängen, wenn wir arbeiten, wenn wir unsere Kreativität freien Lauf lassen, wenn wir uns engagieren, dann können wir einiges davon wirklich erreichen. Ausstrahlender Glaube. Ich kann über den Gartenzaun hinaus, hinüber mit meinem Nachbarn ins Gespräch über Glaube und Sinn des Lebens kommen. Sozialgesellschaftliches Engagement. Wir sind jetzt schon in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Wir haben jetzt schon ein florierendes Familienzentrum und ein hochkompetentes Demenzzentrum. Ganz ohne Wunder erwarten und ganz ohne ein neues Gebäude. Oder in der Corona-Zeit haben wir die Ökumene und die Einheit, das Einheitleben gestärkt. Ganz ohne Wunder erwarten und ganz ohne ein neues Gebäude. Wir haben mit den anderen Gemeinden und mit unserem fantastischen Videoteam Gottesdienste gemeinsam gemacht, ökumenische Gottesdienste, die weit über Eschborn hinausgestrahlt haben. Wir haben andere Aktionen gemacht. Wir brauchen nicht Wunder erwarten. Und wir brauchen auch kein neues Gebäude. Aber, darauf habt ihr gewartet und das bekommt ihr jetzt. Aber, ich bin überzeugt, dass wir die Achse weitaus besser, weitaus stärker, weitaus effizienter mit Wunder erwarten und mit einem neuen Gebäude nach vorne treiben können. Ich glaube, wenn wir beten und wenn wir fasten und wenn wir hart arbeiten und wenn wir Gott immer wieder reinholen und von ihm Wunder erwarten, dann wird das die Achse ungemein bereichern und verstärken. Und genauso auch mit dem neuen Gebäude. Ich bin überzeugt, dass das neue Gebäude nicht das Ziel der Vision ist, auch wenn dieser Buchstabe hinten steht, sondern wenn wir ein neues Gebäude haben, das unseren Ansprüchen genügt, was ästhetisch ist, so wie ihr es hier schon in einigen Bildern gesehen habt, dann werden wir die Achse ungemein stärken können und werden viele, viele Menschen mehr erreichen, als wir es uns je vorstellen können. Beispiele. Ein Aushängeschild sind unsere Kindermusicals. Daniel Baginski, der am Klavier ist, komponiert sie und Anja, die auch im Kirchenvorstand ist, verantwortet mit einem Team das Kindermusical. Rund 100 Kinder, 75 Mitarbeitende, 5 Aufführungen hier im vollbesetzten Bürgerzentrum. Viel Gemeinschaft, viel Spaß, Freude und auch Glaube, Hoffnung, Liebe. Wow. Und das Team ist immer glücklich. Die Eltern schreiben lange Dankes-E-Mails und rufen an. Und Anja sagt dann aber immer im kleinen Kreis, bei aller Freude über die Kindermusicals ist auch eine Wahrheit, wir müssen immer wieder Kinder wegschicken. Wir müssen Kindern absagen, die so gerne mitmachen würden, aber wir haben nicht genügend Räume für die Kleingruppe. Und dann gehen die Kinder enttäuscht nach Hause. Sie hören von Nachbarn, die dabei sind. Sie wussten, ältere Geschwister konnten mitmachen und sie wollten mitmachen. Und wir müssen leider sagen, es geht nicht. Und Eltern kehren uns manchmal sogar deswegen den Rücken zu, weil sie enttäuscht sind. Da wollen sie einmal was in der Gemeinde, in der Kirche machen und dann haben sie nicht die Chance. Manche von denen haken Kirche ab. Und jetzt stellt euch mal vor, wir müssen nicht Kindern absagen. Kinder werden nicht enttäuscht. Und stellt euch mal vor, das ist ja nicht nur das Kind, dazu gehören die Eltern und die Großeltern, die ganze Familie, die durch das Musical Kontakt hätten mit Gemeinde, mit Glaube und vielleicht sich auf den Weg hin zu Gott machen. Wisst ihr, vom Aufwand des Transportes, Auf- und Abbau und den hohen Kosten für das Kinopolis abgesehen, wie schwer es ist, GoSpecial-Besucher, die dort begeistert sind, hier in unser Gemeindezentrum zu überführen? Durch die räumliche Distanz im doppelten Sinne, stylisches Kino und unser Gemeindezentrum hier, verlieren wir unzählige Besucher, deren Interesse wir bei GoSpecial geweckt haben, die eigentlich Lust haben, einen Schritt weiter zu gehen, aber es nicht schaffen, von dort nach hier zu kommen. Und jetzt stellt euch vor, diese GoSpecial-Besucher, die Lust haben, kommen hierher
und entdecken mehr über den Glauben, vertiefen ihren Glauben, machen sich wirklich auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Vom Event und Erstkontakt Go Special hin zu einem regelmäßigen Glauben. Wie schön wäre das? Jetzt stell dir vor, wenn der Mittagstisch hier nicht ein ständiges Auf- und Abbauen benötigen würde, wenn wir das nicht machen müssten, weil wir ein Bistro haben, und dann könnten wir nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag den Mittagstisch anbieten und alte und einsame Menschen würden kommen und Gemeinschaft erleben. Jetzt stell dir vor, der Winterspielplatz würde nicht nur einmal in der Woche mit Stunden Auf- und Stunden Abbau angeboten werden können, sondern wir hätten einen festen Raum, wo Familien, wenn es draußen regnet und stürmisch ist und eklig ist, einen Ort haben, wo sie ihren Nachmittag mit anderen Familien, mit anderen Kindern verbringen könnten. Jetzt stell dir vor, wir müssten nicht unsere Gottesdienste immer mit hektischem Auf- und Umbauen, sondern wir könnten in toller Atmosphäre gelassen Gottesdienst feiern und selbst der Heilige Geist müsste sich nicht hetzen. Jetzt stell dir vor, wir haben einen Raum, in dem andere Gemeinden, andere Christen Gottesdienst feiern und wir kommen in Dialog mit anderen Kulturen und anderen Christen. Wie bereichernd das wäre. Jetzt stell dir vor, wir haben ein Beerdigungsinstitut und wir machen die Beerdigung nicht als Business, sondern wir können wirklich Menschen in tiefer Trauer gut begleiten. Jetzt stell dir vor, wir haben einen Kooperationspartner im Gebäude. Was das für Chancen bietet, wir könnten neue Wege entwickeln, eine Zusammenarbeit entwickeln, die die Gesellschaft und die Kirche bereichern würde. Jetzt stell dir vor, was alles mit einem neuen, angemessenen, ansprechenden, passenden Gebäude möglich wäre. Für die Einheit, für unser sozialgesellschaftliches Engagement, für die Heimat, für Nationen und Generationen, für unser Christsein und unseren Glauben, den wir ausstrahlen wollen. Stell dir mal vor, was da alles möglich wäre. Wie viel mehr Menschen könnten wir ansprechen, begeistern, ihnen das Leben in Fülle anbieten? Um ein Bild zu benutzen: Wer in zu kleinen Schuhen läuft, der macht sich früher oder später die Füße kaputt. Am Anfang schmerzt es und irgendwann sind die Wunden da und irgendwann kannst du vielleicht gar nicht mehr gehen. Manchmal habe ich den Eindruck, unser Gebäude drüben sagt uns, wie wir wachsen dürfen. Wir haben Ideen, wir haben Vorstellungen, wir haben Möglichkeiten, wir haben die Manpower, aber wir haben nicht das Gebäude. Stell dir wirklich mal vor, was passieren würde, wenn dieses N umgesetzt wird. Wir haben es folgendermaßen in unserer Vision 2030 formuliert. Wir wollen einen schönen und großen Neubau errichten, der Raum bietet für das Wachstum, das Gott seiner Gemeinde geschenkt hat und weiter schenken wird. Wir sind überzeugt, dass Gott uns berufen hat, gerade in einer Zeit, in der Kirchengemeinden zusammengelegt und Kirchengebäude geschlossen werden, ein sichtbares Zeichen der Hoffnung zu setzen, dass Gott seine Geschichte mit der Kirche in diesem Land weiterschreibt. Soli Deo Gloria, zu seiner Ehre. Wir als Gemeindeleitung sind davon überzeugt. Wir sind davon so überzeugt, dass wir es sogar schwarz auf weiß formuliert haben. Für uns ist das neue Gebäude kein Hirngespinst oder ein Wolkenkuckucksheim, sondern wegen dieser Vorstellungskraft, was alles möglich wäre, Gottes Auftrag an uns und wie wichtig dabei der Neubau für das Wachsen ist, engagiert sich seit Jahren ein Neubauteam, trifft sich Woche für Woche, arbeitet Woche und Woche daran, damit wir immer ein kleines Schrittchen näher zu diesem Traum kommen. Deshalb haben wir den Ideenwettbewerb gestartet, um mal zu visualisieren, was eigentlich möglich wäre. Deshalb führen wir Gespräche mit der Stadt und ich freue mich, dass Adnan Scheik heute hier ist. Deshalb suchen wir einen Kooperationspartner, darum sammeln wir auch Spenden, natürlich. Und darum gibt es seit heute auch eine Neubau-Homepage, auf der ihr die Videos und andere Informationen anschauen könnt. Das N, das habe ich immer mal wieder in unserer Gemeinde gehört, ist nicht der Zielpunkt der Vision, sondern das N
ist so wichtig, dass wir die anderen Dinge anpacken können und machen können. Sprich, die Menschen hier in Eschborn zu erreichen und zu unterstützen. Und ich hoffe am Ende, dass du vielleicht ein wenig von meiner Begeisterung spürst, dass du von meiner und unserer Begeisterung angesteckt wirst und unseren Traum von Kirche teilst und mitträumst und unterstützt. Denn wie heißt es bei uns? Ein Traum von Kirche, bau mit. Amen. Thank you.
Herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Mein Name ist Stuho und möchte meinen Buch verstehen. Umgibt uns Gott? Viele Menschen fühlen Gott durch das Leben und teilen diese Emotion mit Familie, Freunden, Bekannten. Und es gibt viele Beispiele von Autoren, Gedichten und Liedern, dass das Leben um Gott im Erlösungskreislauf ist. Durch mein Prozess möchte ich durch Atmosphäre den Besuch zum Gott Himmel herstellen. Die Idee ist von dem Unendlichkeitszeichen und die Form schaffen zwei Innenhofbereiche. Und das Gebäude befindet sich neben dem Skulpturenpark Niederhofstadt. Darin ist es für die Landschaft geeignet, denke ich. Dann gucken wir zusammen ein Video. Das ist Eingangsbereich und die rechte Seite ist großer Innenhof. Eingang mit Foyer. Hier ist es. Das durch ist der Gottesdienstraum. Mit dem Oberlicht und dem warmen Holz wird der Benutzer behütet. Das war mein Buch. Vielen lieben Dank. Sie und ihr habt beim Reingehen sicherlich schon hinten die Modelle gesehen. Wir haben jetzt schon einige Filme gesehen mit den Eindrücken über die unterschiedlichen, aber wie ich finde, alle gleichermaßen beeindruckenden und wunderschönen Modelle, die der Ideenwettbewerb zu unserem Neubau des Gemeindezentrums hervorgebracht hat. Über Hendrik Geier aus dem ehrenamtlichen Neubauteam sind wir mit Professor Heemskerk der Frankfurt University of Applied Science in Kontakt gekommen. Und im Gespräch zwischen diesen beiden entstand die Idee, einen studentischen Ideenwettbewerb zu starten, bei dem Masterstudenten aufgrund unserer Parameter einen Neubau planen und gestalten sollten. Rund 90 Studenten hatten Interesse bekundet, 26 Masterstudierende haben dann an diesem Ideenwettbewerb teilgenommen und 13 Entwürfe wurden dann einer Jury vorgestellt. Mein erster und größter Dank gilt natürlich Professor Heemskerk für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit und seine vor allem unkomplizierte und kompetente Begleitung des gesamten Prozesses. Es war an vielen Stellen ein immer über das Normalmaß hinausgehender Engagement seiner Seite wirklich da. Umso schade gibt es dieses Wort wahrscheinlich nicht. Umso enttäuschter bin ich, dass er heute nicht hier sein kann. Er hat gestern Abend absagen müssen.
Er kriegt noch ein kleines Dankeschön, das sieht man hier vorne. Und wir werden als Gemeinde auch eine Spende an seinen Fachbereich machen, damit auch wir im Gegenzug ihnen was Gutes tun. Nachdem dann die Studenten, Studentinnen ihre Arbeiten und Modelle abgegeben haben, gab es im März eine Jury-Sitzung, bei der dann die Studenten, die Studierenden ihre Arbeiten vorgestellt haben. Und die Jury bestand aus ganz unterschiedlichen Personen. Seitens des Fachbereichs aus Professor Carsten Rohde, dann der Architektin Meryem Gültekin und dem Architekturstudenten Benny Ebening. Und dann von unserer Seite aus Hendrik Geier und meine Person. Dazu von der Evangelischen Landeskirche Dekan Dr. Martin Fädler-Raub, der heute leider auch nicht da sein kann. Ich soll Sie ganz herzlich von ihm grüßen. Und seitens der Stadt hat sich Adnan Scheik bereit erklärt, an der Jury mitzuwirken. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle der ganzen Jury für Ihr Einsatz und für Ihre kompetente Begleitung an diesem Tag. Und bevor wir gleich die Preisträger verkünden, gucken wir noch einen Entwurf an. Wie gesagt, es gibt 13 Entwürfe, die man auf unserer Homepage ab heute anschauen kann, die man auch in einer Broschüre, die man dort hinten erwerben kann, betrachten kann. Und das ist wirklich wahr. Ich finde, alle Entwürfe sind wirklich gelungen und zeigen die Verbindung von sakralen Einheiten mit unseren vielfältigen sozial-gesellschaftlichen Angeboten, dass man es wirklich gut in einem Gebäude darstellen kann. Und wie gesagt, für einen Preis, für einen Wettbewerb muss es auch Preisträger geben und gute Preise. Und wir als Jury haben 3 erste Preise vergeben, einen Anerkennungspreis und ein Entwurf kam in die engere Wahl. Und die ersten 3 Preise gehen an Sandra Molnar, an Wirt Tuho
und Niklas Schraps. Das waren auch die Videos, die wir vorgestellt haben. Der Anerkennungspreis geht an Vanessa Rilling und der Beitrag von Michelle Preismann kam in die engere Wahl. Und ich bitte euch, und Sie, die 5 Preisträgerinnen und Preisträger hier nach vorne, und Corona-konform dürft ihr euch dann hier euer Geschenk nehmen. Und wir haben auch den Studenten jeweils einen Scheck ausgestellt. Also sie sollten nicht nur mit einer Flasche Wein und der Broschüre belohnt werden, sondern auch mit einer kleinen finanziellen Anerkennung. Auch das findet ihr hier vorne. Die anderen Teilnehmer, denen danke ich auch nochmal ganz herzlich. Und da die Bitte, nach dem Gottesdienst könnt ihr auch nach vorne kommen und für euch liegt auch noch eine Kleinigkeit da. Also damit ihr mal seht, wer die Preisträger auch wirklich sind, bitte ich jetzt die 5 nun nach vorne und die Band untermalt das mit ein wenig Musik. Genau. Noch 2 kurze Grußworte. Erst spricht Adnan Scheik ganz analog und live vor Ort und dann hat Professor Heemskerk uns noch ein kleines Grußwort digital geschickt. Ja, sehr geehrter Herr Pfarrer Böhm, lieber Carsten, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder. Das allererste, was Kai Scheunemann gesagt hat, als er hier vorne gestanden hat, war: Wow. Das möchte ich gerne wiederholen. Und zwar deswegen wow, weil ein großes Wow für diese Professionalität, die Sie heute und auch in den vergangenen Tagen hier bei Ihren Gottesdiensten gezeigt haben, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wow, finde ich persönlich aber auch, was mit dieser Professionalität gepaart wird, nämlich die Warmherzigkeit, das Persönliche und auch das Herzliche, was man empfindet, was ich empfunden habe, als ich hier heute Morgen reingekommen bin. Das ist etwas, was unsere 4 Gemeinden in Eschborn, in Niederhöchstadt auszeichnet. Gerade jetzt in dieser ganz besonders herausfordernden Zeit braucht es das. Braucht es das Warmherzige und das Gemeinsame. Denjenigen vielleicht zu unterstützen, der mit der aktuellen Krise nicht so gut klarkommt. Und diese Unterstützung bekommen unsere Bürgerinnen und Bürger in allen 4 Gemeinden in ganz ausgesprochenem Maße, ganz wunderbar. Und deswegen kann ich als Bürgermeister dieser Stadt mit Fug und Recht sagen, wir sind stolz darauf, welche Leistung hier vollbracht wird. Dafür sage ich ganz persönlich, aber auch im Namen der Stadt Eschborn und des Magistrates herzlichen Dank an alle Aktiven hier.
Die Professionalität zeigt sich auch in den verschiedenen Kamerateams und dass ich sehr charmant einen Ablaufplan bei mir auf dem Stuhl gefunden habe, nach dem Motto, rede nicht so lang. Dieser Bitte kann ich nur bedingt nachgehen. Als mich Carsten Böhm zu Beginn des Jahres gefragt hatte, würdest du dabei sein, denn wir haben einen Traum von Kirche. Würdest du bei diesem Ideenwettbewerb dabei sein, habe ich relativ schnell Ja gesagt. Ja, unter anderem auch deswegen, weil, das sage ich aus ganz persönlichen Gründen, wir unseren Sohnemann in dieser Gemeinde vor genau 11 Jahren haben taufen lassen. Aber das war nicht der einzige Grund. Ein Traum ist letztendlich eine Vision. Und eine Vision, sagt man im Volksmund, wird eine Illusion ohne Aktion. Aber genau das gilt für diese Gemeinde nicht. Denn wenn Sie sich die Klammern nochmal vor Augen führen, die Carsten Böhm vorhin, finde ich, sehr geschickt gesponnen hat, dann befinden sich in der Klammer auch noch ganz andere Dinge. In dieser Klammer befinden sich unter anderem 12 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in der Klammer befindet sich relativ viel von Kindergottesdienst, Go Special, Kindermusical, Familienzentrum, Demenzzentrum und so weiter und so fort. Von daher braucht es eine Klammer und braucht es meines Erachtens auch den entsprechenden Neubau. Und von daher sage ich, auch aufgreifend, was du vorhin gesagt hast, also baut mit. Glaube ich, wären wir gut beraten, alle mit anzupacken. Und da sage ich, als Bürgermeister dieser Stadt, ganz persönlich, aber auch im Namen der Stadt, unsere Unterstützung zu. Unsere Unterstützung, ich bin nicht für Weh, für Wunder, dafür bin ich nicht zuständig. Aber ich glaube, wir können gemeinsam anpacken und Sie auch gemeinsam unterstützen, dass das N, der Neubau, umgesetzt wird, möglichst bald, möglichst groß, damit die Schuhe, die scheinbar zu klein zu sein scheinen, und deswegen nochmal ganz großes Lob an Sie, dass Sie in der Zeit, in denen die Schuhe zu klein sind, vielleicht auch barfuß weitergehen, dass die Schuhe möglichst bald passen und dass nicht nur das Aufbauteam in Hektik gerät, sondern zukünftig nicht mehr in Hektik gerät und dass wir zukünftig auch einen Heiligen Geist haben, der auch nicht in Hektik gerät. Lassen Sie uns anpacken, wir unterstützen Sie, alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Sonntag. Liebe Andreasgemeinde, lieber Herr Pfarrer, liebe Frau Mark, lieber Herr Geier, lieber Herr Bürgermeister und nicht zuletzt liebe Studierende, verehrte Gäste, auch von mir ein kurzer Gruß auf diesem Wege für die heutige Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen alles Gute dazu, viel Erfolg und möchte mich entschuldigen, dass ich heute nicht anwesend sein kann. Ich möchte mich auch an der Stelle bedanken für das große Vertrauen, was in unsere Hochschule gesteckt wurde und für die tolle Kooperationsmöglichkeit, die uns hier geschenkt wurde. Wir dürfen ein wenig stolz sein, Sie vor allen Dingen, liebe Studierende, denn Sie haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Das Ergebnis in seiner vollen Bandbreite zeigt viele Möglichkeiten auf, wie es jetzt weitergehen kann mit dem neuen Gemeindezentrum. Ich glaube, damit sind einige Fragen beantwortet, vielleicht andere Fragen neu gestellt worden und die Diskussion für die Zukunft damit wieder eröffnet. Ich glaube, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten konnten, auf den Sie, liebe Studierende, auch stolz sein dürfen und freue mich, dass wir als Hochschule in unserer Region auch hier an dieser Stelle wieder tätig sein durften für externe Kooperationspartner. Und Sie, liebe Vertreter der Andreasgemeinde, allen voran der Kirchengemeindevorstand, hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Es war eine tolle Zusammenarbeit und ich glaube, die Ergebnisse zeigen das auch, weil das Niveau können wir nur bringen, und Sie, liebe Studierende, wenn im Hintergrund viel gearbeitet wird, viel vorbereitet wurde und jetzt auch hinterher mit der Broschüre auch noch einiges nachgearbeitet wurde, um das Ihnen allen, liebe Kirchengemeinde, also damit sind Sie alle gemeint, liebe Mitglieder, zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Verlauf heute und alles Gute und stehe Ihnen jederzeit auch für die nächsten Schritte gerne zur Verfügung. Alles Gute und bitte bleiben Sie gesund.
Ich lade euch ein, zum Gebet aufzuspielen, zu den Fürbitten. Ich lade zur Hoffnung ein. Die Hoffnung ist kühn. Sie schaut über die persönliche Bequemlichkeit, über Sicherheiten, die den Horizont verengen, hinaus. Gott, als Gemeinde wollen wir heute für deine Kirche beten. Deine weltweite Kirche, die in dieser Zeit gefordert ist. Deine Kirche in unserem Land. Für die vier Gemeinden hier in Eschborn. Gott, schenke uns diese, deine göttliche Hoffnung. Dass sie diese Hoffnung hochhalten und in unsere Gesellschaft tragen. Gott, als deine Gemeinde hier beten wir für die Menschen weltweit, die unter dieser Pandemie leiden. Wir denken da besonders an unsere Partnergemeinde in Nairobi, die so andere Voraussetzungen haben als wir, die so andere Sorgen haben als wir, die noch nicht mal wissen, was sie ihren Kindern am nächsten Tag zu essen geben können. Wir bitten dich für unsere Gesellschaft hier, dass wir lernen, solidarisch zu sein. Und großzügig. Schenk uns als Eschborner eine Kultur der Großzügigkeit. Gott, wir als deine Gemeinde hier beten für die Regierenden, die in dieser schweren Zeit die Geschicke dieser Welt leiten müssen. Wir bitten dich für die Regierenden in Europa, für unsere Regierenden hier in Deutschland, in Hessen und für unsere Stadt, für den Bürgermeister, für den Magistrat. Und wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit schenkst und eine Kultur des Aufeinanderhörens, damit wirklich die besten Ideen durchkommen und wir gemeinsam dieser Krise begegnen. Gott, aus deiner Gemeinde hier bitten wir für alle Ärztinnen und Ärzte, für Pflegende in den Krankenhäusern und Heimen, für die Mitarbeiter, Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern und Laboren. Gott, schenke in dieser Zeit Kraft, Durchhaltevermögen und auch die Hoffnung, dass sie mit dem, was sie tun, etwas bewirken. Und alles das, was uns persönlich bewegt, legen wir dir in der Stille hin. Wir danken dir, dass du das Gesagte, aber auch das Ungesagte hörst und dass du nichts lieber tust, als auf deine Kinder zu hören, die du über alles liebst. Und so legen wir unser Gebet in das Wort, in die Worte, die Jesus du uns gelehrt hast und beten zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diese Woche, geht in euren Alltag mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir haben in der Corona-Zeit als Gemeinde ein Bekenntnis aufgeschrieben. Worte, die zusammenfassen, wofür wir als Andreas-Gemeinde stehen. Und ich möchte euch einladen, diese Worte, das
gemeinsam mit mir jetzt am Ende des Gottesdienstes nochmal zu sprechen, um uns daran zu erinnern, wovon wir überzeugt sind. Wir sind Kirche. Die Gemeinschaft in den Kirchen mag für eine Zeit erschwert bleiben, aber die Kirche ist nie ohne Gemeinschaft. Denn wir sind Kirche. Wir sind Gemeinschaft Gottes, die füreinander einsteht. Nachfolgende Jesu, die durch Krisen wachsen. Anbetende, die ihren Blick auf Gott richten. Dienende, die die Not um sich wahrnehmen und helfen. Evangelisierende, die Hoffnung und Frieden verbreiten. Wir sind Kirche. Wir leben aus Gnade, atmen Gnade und tragen Gottes Gnade in die Welt. Amen. Könnt ihr noch mal ganz kurz setzen, und Carsten hat noch einige letzte Informationen für uns. Am Ende dieses Gottesdienstes tatsächlich noch einige Ansagen. Wir haben jetzt den Preisträgern gratuliert, der Jury gedankt, zahlreiche Eindrücke bekommen über unseren Wunsch, ein neues Gebäude zu haben. Diesen Wunsch treibt operativ vor allem das ehrenamtliche Neubauteam voran. Und diejenigen, die dazu gehören, möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Allen voran Bea Sternberg, die auch im Kirchenvorstand ist, dann Sandra Mark, die dort oben sitzt, Till Rauch, der dort hinten im blauen T-Shirt steht, und Hendrik Geier hatte ich schon erwähnt. Diese vier sind gemeinsam mit mir vom Kirchenvorstand beauftragt, die Schritte hin zu einem neuen Gebäude zu gehen, zu durchdenken und in Absprache dann mit dem Kirchenvorstand und der Gemeindeleitung umzusetzen. Euch wirklich ein großes Dankeschön, dass wir jetzt schon seit so vielen Jahren gemeinsam ringen, kämpfen und auch ganz viel Spaß haben. Gleichzeitig kann natürlich ein Team alleine gar nichts stemmen. Und deshalb möchte ich noch nur exemplarisch drei weitere Menschen kurz erwähnen. Ihr dürft dann am Ende applaudieren. Zum einen Erwin Mark, der nicht nur seiner Frau Sandra immer wieder den Rücken frei hält, sondern auch viele Dinge einfach so mitdenkt, mitgestaltet und umsetzt, wie zum Beispiel den ersten Videofilm. Oder der Ehemann von Bea, Moritz Sternberg, der gemeinsam mit Bea in den letzten Wochen die Homepage durchdacht hat, programmiert hat, gestaltet hat, auf den Weg gebracht hat. Diese Homepage findet ihr unter www.andreasgemeinde.de und dann den Reiter über uns, und dann seht ihr unten Neubauprojekt. Dort findet ihr ganz unterschiedliche Informationen, weitaus mehr, als wir heute präsentiert haben. Es lohnt sich, dort mal hinzugucken, und es lohnt sich auch immer wieder mal drauf zu surfen, weil wir die auch immer wieder aktualisieren. Und als drittes möchte ich erwähnen, stellvertretend für das gesamte Videoteam, Guntram Schneider, der jetzt wahrscheinlich auch schon wieder filmt, vermute ich. Nee, da sitzt er, heute mal nicht im Film. Der hat zig Videos gedreht, Imagefilme gemacht, und was ich wirklich an dir bewundere, ich glaube, von der ersten Version des Films bis zur 28. endgültigen hast du stoisch alle unsere Feedbacks und Kritikpunkte umgesetzt, eingebaut und gemacht. Also wirklich Wahnsinn dafür, aber auch dem ganzen Videoteam, dass ihr hier Woche für Woche so viel möglich macht. Tausend Dank für die Arbeit, die im Hintergrund stattfindet, aber ohne die es gar nicht gehen würde. Wir haben 5 Preisträger honoriert. Wir wollen auch einen Publikumspreis vergeben, und da seid ihr gefragt. Ihr könnt entweder hier heute, dort hinten an dem Stehtisch, oder dann digital über die Homepage Feedback geben zu den Modellen. Was spricht euch an? Was fehlt euch? Was findet ihr komisch? Was muss unbedingt in einem möglichen neuen Gebäude sein? Worauf könnt ihr verzichten? Macht das, nutzt diese Chance, denn es soll nicht irgendein Architekt irgendetwas bauen, sondern es soll natürlich unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte, unsere Werte widerspiegeln. So sieht der Fragebogen aus, analog oder digital. Dazu gibt es die druckfrische Broschüre, ich habe es eben schon mehrfach erwähnt. Dort sind alle Modelle drin. Professor Heemskerk hat auch nochmal eine Beurteilung geschrieben. Was sind Stärken einzelner Modelle, wo sieht er auch Schwachpunkte?
Diese Broschüre könnt ihr zum Selbstkostenpreis für 8 € dort hinten bei Till holen. Alle Infos in dieser Broschüre findet ihr aber auch auf der Homepage. Ich bin aber ein Typ, ich mag es auch manchmal haptisch und mal durchblättern und nicht immer mein Handy rausholen. Also entweder 8 € dort oder ihr geht auf die Homepage. Dort, wo es die Broschüre gibt, findet ihr auch solche kleinen Steine. Und das sind Spendensteine. Wir haben die auf 100 Stück limitiert. Und zur Info, wofür wir jetzt im nächsten Schritt Geld sammeln. Wer von euch eine Wohnung oder ein Haus gekauft hat, der weiß, man entscheidet nicht, ich kaufe eine Wohnung und dann ist die Wohnung da. Sondern man geht zur Bank, man geht zum Notar, man geht vielleicht zu einem Baustatiker und lässt diese Wohnung nochmal angucken, man geht zu einem Architekten. Also bis man wirklich die Wohnung real hat, dauert es einige Zeit. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt. Es wird weder nächstes Jahr noch 2022 hier Bagger stehen. Aber wir werden jetzt diesen Prozess vorbereiten müssen, sprechen. Wie kann ein Kooperationsvertrag aussehen? Was ist überhaupt baulich möglich? Und. Und das kostet aber auch Geld. Wir können viel ehrenamtlich stemmen, aber Rechtsanwalt und Notar und solche Dinge, das muss gut und solide vorbereitet werden. Und dafür sammeln wir Geld. Und ihr könnt diesen Spendenstein heute erwerben. Als Richtwert nehme ich eine Idee aus dem Fundraising-Team auf. Die haben gesagt, stell dir mal vor, dein Ehepartner oder deine Tochter, deine Großmutter oder dein bester Freund hat einen Jubiläumsgeburtstag. Was würdest du dem schenken? Sicherlich mehr als nur eine Flasche Wein. Stellt euch vor, was würdet ihr dieser Person Gutes tun wollen? Und jetzt verdoppelt diesen Betrag, nehmt das als Richtwert, gebt großzügig und ihr könnt einen dieser 100 Spendensteine erwerben. Nicht nur heute, sondern sowohl Broschüre als auch Spendensteine könnt ihr bei uns im Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten erwerben. Und im siebten Himmel. Und ich weiß natürlich, wenn man 500 € spendet, dann sagt man sich, viel Geld, kann ich da nicht einen Teil von nutzen? Könnt ihr. Ihr könnt auch das Geld heute oder in den nächsten Tagen in so einen Spendenumschlag machen und dann bekommt ihr automatisch eine Spendenquittung, die ihr steuerlich absetzen könnt. Und dann, ich will nicht immer nur um Geld bitten, sondern ich will jetzt tatsächlich auch Geld verschenken. Dort seht ihr dieses gelbe Monstrum, das ist ein Spendentrichter. Da kann man oben Geld reinrollen lassen und dann dreht sich das. Dort wollen wir Münzgeld sammeln. Und das soll eröffnet werden von 3 Kindern. Und ich lege jetzt hier einige Münzen hin, 3 Stück. Und die mutigsten Kinder dürfen sich davon eins nehmen und dann nach dem Gottesdienst diesen Spendentrichter sozusagen eröffnen. Ich gucke schon mit einem Auge, dass das Kinder machen. Nicht, dass einer, ich bin auch noch Kind im Herzen. Nein, nein, reale Kinder. Wie gesagt, auf unserer Homepage findet ihr ganz viele Infos auch über unsere Veranstaltung, die wir unter Corona-Hygienebedingungen dennoch anbieten. Und Fabian, der ja unseren Medienbereich leitet, Fabian Wittmer hat mir nochmal gesagt, teilt dieses Video, damit wir den Logarithmus von YouTube verstärken. Weil wenn viele dieses Video anklicken und teilen und darauf hinweisen, dann wird die Ausstrahlungskraft größer. Und vielleicht gibt es auch Leute in Hamburg, die mal hier zu einem Go Special waren, zu einem Seminar und sagen, wow, die bauen, wisst ihr was, wir als Gemeinde wollen auch eine Kollekte geben. Aber deshalb müssen die darüber informiert sein und deshalb ist es wichtig, dass ihr bitte diesen Gottesdienst Thumbs Up bewertet und auch teilt über möglichst viele Kanäle. Jetzt sind wir gleich am Ende. Die letzte Ansage, den Obolus, den wir am Ausgang, vorne geht's raus, sammeln, der ist natürlich für das neue Gebäude. Da könnt ihr auch nochmal geben. Und ein großes Dankeschön an euch 4 Musiker für die Musik heute. Und wir genießen noch das letzte Lied von und mit euch. Und Ihnen und euch allen einen guten Sonntag. Da ist Hoffnung.
dem kalten Regen Farbe und macht das graue Wetter schön. Da ist Friede und Chance in einem bunten Band aus Licht. Gott sagt uns mit diesem Zeichen, das ist mein Bund, fürchtet euch nicht. Solange die Erde besteht und sich dreht, weiß ich, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, weil der Schöpfer seine Hand darüber hält. Und das, was uns ängstigt, wir fürchten es nur. Und oft sind wir mutlos, verzweifelt und doch. Es gibt noch eine Zukunft für die das Tor der Liebe und lädt uns ein, hineinzugehen. Ich sehe in deinen Augen, dass ich dir vertrauen kann. Wollen wir nicht Freunde werden, fangen wir zusammen an. Solange die Erde besteht und sich dreht, weiß ich, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, weil der Schöpfer sein Sonntag euch.